Herzlich willkommen in meinem neuen Film. Ich befinde mich jetzt in einem afrikanischen Dorf. Hier in diesem Dorf habe ich jetzt eine Kirche gefunden. Die fand ich jetzt wirklich sehr schön. Ich schätze mal, dass die auch noch aus der Kolonialzeit ist. In diesem Teil dieses Filmes geht es einfach um die Insel. Ich fahre jetzt in den Süden der Insel Sao Tome. Und da möchte ich jetzt auf diesem Weg vieles entdecken und euch zeigen. Also ich bin selbst überrascht und werde das Ganze selbst jetzt zum ersten Mal erleben. Mein Weg Richtung Süden führt mich an diesen paradiesischen Stränden vorbei, an diesen wunderschönen Landschaft. Es ist einfach eine tropische Insel und die hat es einfach in sich. Heute ist ein schönes Wetter, da kann man wirklich gut filmen. Gestern war der ganze Tag nur Regen. Das Wetter ist als wechselhaft, deswegen kann man hier sich auf alles gefasst machen. Ich bin jetzt gerade an einem Ausläufer eines Flusses und da wird als gewaschen. Also die Leute, also die Frauen meistens und Kinder, waschen als in diesem Fluss ihre Wäsche. Also so sieht die Wäscherei von ganz unten aus. Wir haben hier einen idyllischen Ort im Wald mit dem Ausläufer dieses Flusses ins Meer. Und hier bei der Ortschaft Aqua Ise gibt es diese herrlichen Strände, unberührt. Das ist mal ein schönes Bild, das man in Erinnerung behalten soll. Die Casa do Administrador da Roça. Ich befinde mich gerade im Dorf Aqua Ise und das hier sind die Straßen. Ich muss sagen, eine malerische Landschaft hier. Gleich bei der Einfahrt ins Dorf habe ich schon den ersten Führer bekommen. Also, der führt mich jetzt durch dieses Dorf und zeigt mir als die Sehenswürdigkeiten. Jetzt bin ich angekommen an einem berühmten Haus. Es ist einfach ein Hospital, also ein Krankenhaus aus dem Jahre 1928. Also da war es noch portugiesisch. Heutzutage ist es einfach verfallen. Sieht mal her, wer heute hier beheimatet ist in diesem Hospital. Da sind sie. Das sind die Tiere, die sich hier heutzutage beheimatet fühlen. Wir befinden uns jetzt gemeinsam hier und er möchte mir jetzt dieses Hospital zeigen. Wir befinden uns am Eingang auf diesen Treppen. Die sehen auch wirklich wunderschön aus, aber wenn das jetzt in Ordnung wäre, also gepflegt und so weiter, dann wäre das ein super schönes Gebäude. Das sah ganz bestimmt vor 100 Jahren ganz anders aus. Temos a casa de administrador da roça e lá no fundo tem aquela casa com laranja que foi a antiga fábrica de cacau e fazia secagem de cacau e fazia sabão para lavar a roupa dos trabalhadores, porque antigamente a roça tinha 3 mil trabalhadores e a roça não é só aqui, tem Mendes Silva, Monte Belo, várias, e na entrada principal tem a casa do patrão. Also mir wurde jetzt gerade über diesen Ort erklärt, in Einzelheit. Also ich befinde mich jetzt gerade auf der Terrasse dieses Hospital. Und da haben wir einfach eine schöne Sicht über das Meer, über das Dorf und über diese Bucht. Die ist einfach herrlich, wenn man sie von hier oben betrachtet.
Und von dieser Terrasse kann man auch den berühmten Berg Pico Maria Fernandez sehen, der ganz weit in der Ferne liegt. Aber mal sehen, ob ich nicht dort auch hinkomme. Houses, yes. Ja. Mhm. Also Leute, aus diesem Krankenhaus wurde jetzt ein Haus. Links und rechts wohnen jetzt Leute hier drin. Sieht mal, wie das jetzt aussieht. Es ist einfach eine bewohnte Ruine. Aber wirklich sehr schön, ein Abenteuer, kann man sagen, hier zu sein. Und hier in diesen Behausungen kann man feststellen, dass Bananenplantagen angelegt wurden. Ich befinde mich jetzt gerade an dem gleichen Ort, an einem Restaurant, in einem Garten. Und da hat man wirklich diese schöne Sicht über diese Bucht und über einen ganz speziellen Punkt. Dort kommen wir noch hin. Und jetzt in den nächsten Minuten bin ich jetzt gerade auf der Terrasse hier gelandet bei diesem Restaurant. Da wurde ich jetzt hingeführt, aber man hat wirklich eine sehr schöne Sicht. Ich muss sagen, das ist einmalig, das zeige ich euch jetzt. Ist dieser Ort nicht spektakulär? Was meint ihr darüber? Und gegenüber auf der Halbinsel, da befindet sich Boca de Ferno. Dort gehen wir jetzt hin. Das ist unser nächster Punkt, den wir hier für mich und für dich vorbereitet haben. Und von hier, vom Meer aus, haben wir jetzt nochmal eine Sicht über den Urwald. Und hier auf der Terrasse kann man sich richtig wohlfühlen und das ganze Panorama dieser Insel hier genießen. Nicht zu vergessen im Hintergrund nochmal die Sicht auf Pico, der berühmte Berg. Also wenn ihr mal hier bei Agua Ise vorbeikommt, dann kommt auch hier bei diesem Restaurant vorbei, Raisol. Und das hier ist das herrliche Restaurant mit der schönen Terrasse hier am Meeresrand. Boca Inferno liegt jetzt gerade vor mir, aber auch diese schöne Landschaft mit dem Atlantischen Ozean, der hier an die Küste einfach schlägt. Ein Ort schöner als der andere. In diesem Tempo weiß ich gar nicht, ob ich alle Ziele an dem heutigen Tag erreichen kann. In diesem Moment habe ich jetzt zwei Passagiere mitgenommen. Wir gehen jetzt nach Boca Inferno. Wir werden mal sehen, was sich dort abspielt. Also in diesem Moment bin ich jetzt angekommen mit meinen zwei Begleitern hier an diesem wichtigen Punkt Boca Inferno. Jetzt möchte ich diesen Ort mal sehen. Und das hier ist der berühmte Ort mit dem Felsen im Wasser. Hier kann man sehen, was die Natur geschaffen hat. Ein einmaliger Ort. Sagen würde ich jetzt der Fahrer für alle Schüler, die hier in der Gegend sind. Einer schlägt dem anderen vor ein Fahrmittel und das bin jetzt ich. Und somit habe ich jetzt die neuen Passagiere hier bei mir im Auto. Die sind jetzt an ihrem Ziel angekommen. Ich fahre jetzt auch wieder weiter. So, liebe Leute, jetzt habe ich wieder eine kleine Pause eingelegt auf dem Weg nach Richtung Süden, hier in einer Bananenplantage. Das hier ist mein Jeep, mein Auto und mit dem werde ich jetzt weiter den Weg fortsetzen. Und bevor ich meinen Weg fortsetze, möchte ich euch ein bisschen von dieser herrlichen Landschaft etwas zeigen. Und hier habe ich schon den ersten Blick über den berühmten Berg Pico.
ein wirklich schönes Bild. Und so entstehen auch die berühmten Bilder hier in Afrika mit den Kindern. Die sind wirklich sehr freundlich. Geht das wieder durch die Landschaft, wieder durch einen schönen Ort hier mit diesen Bananenplantagen. Und hier haben wir richtig einen Blick über diesen Wald von oben. Und gleich in die andere Richtung haben wir ein bisschen einen kleinen Blick auf das Meer. So, liebe Leute, das ist jetzt die berühmte Straße. Links und rechts die Palmenplantagen und vor mir der Grand Pico, der berühmte Berg hier auf Sao Tome. Leute, ist das nicht ein Ereignis? Ich freue mich sehr, jetzt an diesem Platz hier zu sein und einfach diese Landschaft, diese Palmen, dieser Urwald mit diesem Megafelsen, der bekannte Pico aus Sao Tome, zu sehen. Dieses Bild ist einzelartig und dieser Stein, dieser Felsen ist auch einzelartig. Den gibt es nur hier und in einer Dimension, also so groß wie ein Berg. Ich befinde mich mindestens ein paar Kilometer entfernt. Also über diesen Berg hat man so viele Positionen, man kann ihn umkreisen. Und von jeder Position aus kommt ein schönes Bild raus. Schaut mal, was ich hier ein schönes Platz jetzt gefunden habe. Mit diesem Tal, mit Palmen und oben mit dieser Spitze. Leute, so wie ihr sehen könnt, hat sich der Weg verschlechtert. Es ist nur noch ein steiniger Weg. Und ich habe noch 12 Kilometer vor mir liegen bis zur Südspitze der Insel und ich möchte unbedingt dieses Ziel erreichen. Und somit denke ich mal, dass ich noch eine Stunde vor mir habe, bis dorthin. Wieder mal ein schöner Ort hier auf der Insel Sao Tome im Süden der Insel. Ein wirklich sehr weiter, leerer Strand. Ich befinde mich hier im Dschungel und hier im Dschungel kann man sagen, sind auch Gefahren zu erwarten. So zum Beispiel gibt es sehr viele Kobras. Auf dem Weg habe ich jetzt eine entdeckt. Jetzt geht der Weg auch wieder weiter. Ich habe es mir immer erträumt, mal in einem afrikanischen Dorf zu stehen. Und hier habe ich es gleich neben dieser idyllischen Küste. Warst du schon irgendwann mal in Afrika, in einem afrikanischen Dorf? Wenn nicht, dann kannst du jetzt sehen, wie jetzt die Häuser hier in Afrika aussehen. Leute, das sind jetzt keine Wildschweine, sondern das sind die Schweine der Leute hier. Die laufen ganz frei rum und sind sozusagen als Lebensmittel für die Menschen hier gedacht. Der Weg bis hierher an die Südspitze war sehr schwer. Ich muss sagen, die Straßen sind katastrophal. Man kommt fast nicht weiter. Ich bin jetzt fast in der Nähe, sag mal jetzt, 12 Kilometer vom Äquator entfernt. Ich wollte den Punkt erreichen. Das erreiche ich leider nicht, weil der Weg wirklich sehr schwer ist und ich wahrscheinlich nicht mehr nach Hause komme.
Deswegen muss ich mich jetzt beeilen auf dem Rückweg. Da habe ich mindestens 4 Stunden Fahrt für 60 Kilometer. Die Sehenswürdigkeit São Tomás liegt jetzt vor mir. Also Leute, in dieser idyllischen Landschaft wurde ich jetzt aufgehalten von einer Herde Kühe. Da muss ich jetzt warten, bis die alle jetzt durch sind. Ich habe noch 10 Kilometer von hier aus bis in die Hauptstadt zu meinem Hotel. Und hier habe ich mir als eine Pause verdient, nach einem langen Tag unterwegs zu sein, bin ich jetzt hier angekommen, an einem idyllischen Ort, würde ich es so beschreiben. Hinter mir ist einfach das Dorf mit den Überbleibseln der portugiesischen Kultur und auf der anderen Seite ist als das Meer. Also ich denke, eine schöne Kulisse zum Schluss hätte man nicht gefunden. Jetzt bin ich einfach todmüde. Es geht noch 10 Kilometer bis zum Hotel, aber hier bei dieser schönen Kulisse wollte ich jetzt meinen Film beenden. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat und denkt dran, es folgen weitere Filme von hier, von São Tomé und danach auch aus der ganzen Welt. Ich bin gespannt. Genauso wie ihr auf die nächsten Landschaften. Also lasst euch überraschen und schaltet einfach ein nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Bis bald wieder. Ciao.